Verputztes, einschaliges Ziegelmauerwerk ist eine seit langem bewährte Außenwandkonstruktion. Homogene Mauern aus Planziegeln bieten dabei einen hervorragenden Putzgrund. Bei EDER erhalten Sie exakte Empfehlungen, welche Putzsysteme für welche Ziegel ideal sind. Vor dem eigentlichen Putzen muss der Putzgrund geprüft werden. Der Putzgrund muss tragfähig, staubfrei, sauber und ausreichend trocken sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen, Fehlstellen zu behandeln. Beim Verputzen müssen die Angaben der Hersteller genau eingehalten werden. Putzschienen erleichtern das lot- und fluchtgerechte Verputzen einer Fassade. Die Putzschienen werden an den notwendigen Stellen angesetzt und genau ausgerichtet. Nun wird der Unterputz mit einer Putzmaschine verarbeitet. Der Unterputz wird in zwei Arbeitsgängen nass in nass aufgebracht. Auf den sauberen, trockenen Putzgrund wird im ersten Arbeitsgang zunächst eine Schicht von ca. 15 mm vorgelegt. Im zweiten Arbeitsgang wird nochmals eine Schicht von rund 5 mm aufgetragen und mit der Abziehlatte abgezogen. Später wird mit einem Filz oder einem Gitterrabo die Schlussbeschichtung vorbereitet. Nun sollte der Unterputz mindestens 20 Tage stehen, bei feuchter Witterung oder niedrigen Temperaturen auch länger. Anschließend wird der Oberputz mit der Plastik- oder Metalltraufel aufgebracht und verrieben. Heutige Oberputze bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten in Farbgebung und Oberflächenstruktur. Ein fachgerecht angebrachter Außenputz schützt Fassade und Ziegelmauerwerk zuverlässig vor Witterungseinflüssen und garantiert damit einen hohen Wohnwert bei geringen Instandhaltungskosten über viele Jahre.